Das ist doch. Da oben sind drei Typen. Was denkst du, wo ich bin? Ich bin tot. Doch nicht, ich lebe. Jetzt komm mit mir runter. Ja, ich muss eben heilen. Was ist, geht's weg mit den Scheißbolzen? Komplett hirnlos. Mit dem unten ging's wahrscheinlich noch, aber der oben, der ist einfach nur defensiv. Der ist nicht mal defensiv, der ist passiv. Hirntod ist er da, ist er auch. Ja, Kind, ich kann dir nicht sagen, wie weit ich bin. Ich hab's noch nicht durch. Das ist das erste Mal, dass ich zock. Auf jeden Fall spielt man die alten Spiele länger wie die neuen. Da muss ich, glaube ich, durch, oder? Dicke Bombe oder was? I'm picking up major enemy movement on the satellite. They're all over that area. Watch your back. Jetzt haben die Bötze Schnitten, dass wir nicht mit denen spielen wollen. Ich kann mich übrigens nicht reinsetzen und dann kann ich dich explodieren lassen. Das ist mein Ult. Na nett. Ja. Ich glaube, da müsstest du so Schaden nehmen. Tja, mein Auto. Gleiche Farbe. Ich dachte, dass ich abhauen soll. Chemie, ich hab das Spiel ist verloren. Keine Lust mehr. Ja. Ich hab einen Scheiß-Typen. Der kann, hat nur einen Angriffsspell, der Rest ist Bullshit. Meinen das eigentlich ganz cool. Sonst hätte sie gar nicht angefangen. Na, ich geh aus dem Spiel raus. Ich bin schon. Volker Selden, Queen of Pain. Aha. Die mag ich sehr gerne. Die wollte ich nicht spielen, das ist die einzige, die ich kann. Oh! Ja, die ist so böse. Wieso lebst du noch? Ein Scharfschützengewehr, die Sau.
wieder getoastet. Sicher nicht, ich bin auch nicht mehr richtig gaunt drin. Oh, 300 Follower. Gratulation, Mick. Ja, yes. Thanks. Ja, ich hab das nicht gesehen. Ah. Die Zahl jetzt auch zum ersten Mal realisiert. Meine 300. ist ja abgesprungen, beziehungsweise Account wurde. Ja. Ich hatte ja schon mal 300. Das ist manchmal... Die Luni wurde erwischt. Ich sei doch so weit von getickt, hier durchzufahren. Ey, was geht denn? Richter? Ja, Schimmi? Hast du gerade auch einen Link von Pi gekriegt? Von wem? Von Schrimp? Nee. Sei froh. Wieso? Sei einfach froh. Geht auch so. So, oh, warte. Erst F5. So, jetzt nehme eine Zigarette. Oh Gott. Oh mein Gott. Was denn? Ich will gar nicht wissen, wie Schrimp das gefunden hat. Ja. Show you how Reddit. Was hat Schrimp gefunden? Und den Link. Ja, ich muss eben erst eine Zigarette stüpfeln. Ja, und so Dota, lohnt sich das Spiel zu holen? Sehr eh umsonst. Also es wird wahrscheinlich auch umsonst bleiben, so wie ich das verstanden habe. Also soll es doch jetzt Free-to-Play werden? Es soll Free-to-Play werden und dann im Shop halt so Sachen wie Skins... Ja, umsonst vor allem. So wie LOL halt. Und sonst. Ja, umsonst. das Spiel ist halt... Ja, ich sag mal so, für Leute, die Dota gespielt haben, ist Dota 2 natürlich so eine Empfehlung, würde ich sagen. Die werden total aufgehen neben den Spielen und sich total freuen. Für Leute, die eher League of Legends spielen, würde ich sagen, ist das Spiel eher nix. Weil es halt wirklich komplett anderes Spielprinzip ist. Spielprinzip nicht, aber... Man müsste erstmal die Bildschirm noch 100% rauszoomen können. Dann wäre es vielleicht noch besser. Ja, die Übersicht ist schlecht, und es ist absolut nicht einsteigerfreundlich, also es ist überhaupt nicht Anfänger. Und man kann Bäume essen. Ja, man kann Bäume essen, das stimmt. Man kann Bäume essen? Ja, es gibt ein Item, damit kann man dann 3 Bäume konsumieren, um Leben zu regenerieren. Spiel her langsamer als League of Legends zum Beispiel im Vergleich und dafür sind Teamkämpfe innerhalb von Sekunden gegessen. Ja. So.
so viel extrem krasse Kämpfe, die über ein paar Minuten oder so gehen, die hin und her gehen, da gibt's da nicht. Das ist, da läuft es ab und entweder du gewinnst oder du verlierst. Und es geht innerhalb von 10 Sekunden, ist das Ding gegessen. Also das für mich nur Chance, da irgendwie zu wissen, wer da gewinnen könnte. Genau, ich weiß auch nicht, wenn der Teamfight zum Beispiel anfängt oder so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, auf wen ich angreifen soll als erstes. So. Ja. Das ist so. Ich nehme den mit der kürzesten Heftbar. Ja, mach ich meistens auch. Wo die wenigsten Striche sind. Ja. Und teilweise ist es halt wirklich übertrieben, wie einige Fähigkeiten so 3 Kilometer weit über die Map gehen und du denkst, ja, was zur Hölle, wie hat er mich denn jetzt noch getroffen? Und dann vor allem noch so stark. Da hast du teilweise normale Hits, die sind mega schwach und da hast du eine Range von 100, weißt du? Und manche gehen aber da echt über die ganze Karte und da ziehen dir ein Viertel Leben ab. Also es macht Spaß, also es ist nicht so, dass es jetzt nicht, ja, die Spiele, die ich jetzt mit Chibi gemacht habe, nicht irgendwie Spaß gemacht hätten oder so, aber es ist halt wirklich anstrengend und man muss halt, glaube ich, sich da echt reinfummeln, bis man dann einen Überblick insgesamt hat. Wenn du sowas spielen willst, mit den Lubberloi. Ja, ich würde sagen. Das willst du ja auch schon nicht. League of Legends ist eindeutig einsteigerfreundlicher, wesentlich, ja, einsteigerfreundlicher. Bloß frustrierender. Ja. Ich würde sagen, das Problem bei League of Legends ist die viel Community halt so, dass halt das Spiel jetzt mittlerweile schon ein Tickchen älter ist, ist nicht mehr frisch und die meisten, die, wenn du jetzt halt neu anfängst, wirklich als Anfänger und du spielst auf niedrigen Leveln, dann sind die meisten, mit denen du zusammenspielst, halt Leute, die das zum dritten und vierten Mal hochspielen. Und dementsprechend ist deren Laune dann halt, wenn du mal typische Anfängerfehler machst. Das ist, glaube ich, demotivierend, aber ansonsten, ich würde sagen, das ist halt jeder eben das Seine. Wenn man mehr so auf strategische Sachen steht, dann sollte man Dota 2 spielen. Wenn man auf schnellen Spielspaß steht und eher buntere Sachen und nicht so düster, dann League of Legends. Wenn man was erkennen will. Ja, und vor allem, da ist man nicht direkt tot, weißt du? Und fragt sich, wie ist das denn jetzt passiert? Ich meine, das passiert auch, aber das passiert eher später und nicht am Anfang schon. Das ist halt das bei Dota, da habe ich oft das Gefühl, weißt du? Du bist auf der Lane und dann machen die da so ein, zwei Skills zusammen, ihre Kombos und du bist tot. Und du fragst dich, was da jetzt gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Insgesamt finde ich auch die Menüführung ein bisschen doof, insgesamt so. Aber ich glaube, da wird es auf Klo. Hm? Ich bin kurz auf dem Klo noch. Achso, okay. Viel Spaß. Zieh mir das Kacklied nie aus Kopf. This is my pee-pee. This is my pee-pee. Ich hab's heute angemacht. Oh mein Gott. Er muss gleich wieder übertreiben hier. Bitte, Luke hat das anscheinend gepostet.